Bien, hacer un pase parece algo muy sencillo, pero todo se vuelve mucho más complicado cuando se busca rapidez y precisión absoluta. Eine Abwehr kann man knacken, indem der richtige Pass zum richtigen Zeitpunkt kommt, am besten gegen die Bewegung vom Abwehrspieler. Ja, wenn man sich die Top-Mannschaften der Welt anschaut, da sieht man einfach eine ungemeine Passgenauigkeit, Passschärfe, und so wird halt das Spiel schnell gemacht und neue Situationen geschaffen durch Doppelpässe und dadurch entstehen Aktionen vom Tor. Si un gol se produce por un pase tuyo, es casi tan bueno como si lo hubieras marcado tú mismo.